Hallo Leute und ach verdammt, ich mache den gleichen Fehler zum zweiten Mal. Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, welches ich jetzt aufgrund der Tatsache. Wait a minute. Muss ich mal ein bisschen am Ton rumarbeiten. So. Genau, ja. Willkommen zu einem kleinen Infovideo aus meiner gerade privat gestarteten. Dämliches Insekt. Aus meiner gerade privat gestarteten zweiten Versuch des Pokémon. Zweiter Versuch? Ja, zweiter Versuch bei Pokémon Schwarz. Randomizer, wo ich versuche, eine Randomizer-Einstellung zu finden, weil wir wollen ja garantiert irgendwann mal Pokémon auch in einer Randomizer Nuzlocke spielen und das teste ich privat gerade aus. Ja, ich gucke gerade Shippuden endlich mal durch. Ja. Deswegen hier die Naruto-thematisierten Leute. Wir haben folgendes Team: Wir haben einen Kapuno, wo ich leider zu schnell aufs Zeugs gedrückt habe und das deswegen keinen Spitznamen hat. Das werde ich beheben, sobald ich den Namen bewertet treffe. Kriegt auch irgendeinen coolen Spitznamen. Ja. Als Pokémon-Fan war das natürlich klar. Und buschige Augenbraue geht leider nicht, deswegen nur Augenbraue. Und der ist so Hokage. Ich habe beschlossen, alle meine Pflanzen-Pokémon immer nach den Hokage zu benennen. Aus Gründen und ja, ich habe einen Shaymin im Team. Zwar mit einem schlechten Wesen, aber es ist trotzdem ein Legi. Und ich habe nichts Besseres, deswegen ist Shaymin im Team. Ja, Pokémon Schwarz wird auch übrigens vermutlich das leichteste Spiel sein für eine Randomizer Nuzlocke. Und ja. Jetzt sehe ich da noch. Ich muss noch ein bisschen was daran bearbeiten, wie ich das hier aufnehme. Ja, ich nehme so einen Emulator auf, weil du Randomizer halt schlecht auf Original-Hardware spielen kannst. Eigentlich wäre Augenbrauer dran, aber der ist schon so overlevelt im Vergleich zu Kapuno. Also du als Beweis, dass ich das auf dem Emulator spielen kann. Ich kann vorspulen. Oh lol! Also Robustheit hilft sogar gegen Fixschaden wie bei Drachenhut. Ja, genau. Ich werde euch die Einstellung nicht verraten, erst später, wenn wir hier sowieso selber spielen. Fug, ich habe nichts gegen Kramchef, ne? Kramchef hat halt einfach ein Out für 4 meiner Pokémon. Kapuno ist eins. Dessen Drachenhut hier übrigens Hard Carry ist. Also, okay, wir intet rein, die KI intet rein, ja. Ich hatte auch bei meinem ersten Versuch, habe ich kein Kapuno, hatte ich auch einen Drachenpuck, ein Crit. Fuck you, Kramchef. Dann musst du ran. Nachdem macht nämlich Fixschaden. Und da kann ich sicher sein, dass er outspeedet. Fuck! Ich hab einen Vorführeffekt. Mein Kapuno ist so jenseits von Gut und Böse. Wir spulen am besten vor die ganzen Texte hier. Ja, bla bla bla. Ja. Geil. Heißt Kapuno, kommt auf die Ripbox. Das sieht ein bisschen komisch aus hier, wenn man beim Emulator vorspult. Ja, das ist so. Ich werde versuchen, das zu vermeiden, aber und später spielen mache ich das natürlich nicht mit dem Vorspulen. Die Funktion schalte ich dann aus in der Aufnahme, aber ja, hier, bla bla bla. Tschüss, Kapuno. Okay. Der wäre so schon stark gewesen. Ja. Und ihr seht schon, ich habe hier schon ganz schön viele Pokémon verloren.
Dann trainieren wir jetzt mal Schmetti, der Konfusion kann, damit ein Psychoattacker was relativ hilfreich ist am Anfang. Weil Psycho halt einfach ein starker Typ ist. Und der hat aber alle drei Puder, richtig? Du hattest alle drei Puder, genau. Und ja, ja, genau. Bis auf Shaymin, was halt ein defensives Wesen hat, was okay ist, denke ich. Also Shaymin kannst du sehr gut defensiv spielen. Und der hat halt neutral, deswegen sie hat auch neutrales Wesen, das ist so praktisch. Ich glaube, ich musste mich hier schon mit viel schlechterem durchschlagen. Aber ja, dann wir mussten. Genau, Schmetti muss trainiert werden. Schmetti. Bevor wir uns zu Aloy begeben, weil die hat ja zwei Pokémon, eins auf Level 18 und eins auf Level 20. Und da Kapuno nicht entwickelt ist, sollte der eigentlich immer ein bisschen von den Leveln her drüber sein über dem Rest. Ach, Alter, Handy, ja. Das ist eigentlich nur ein kleines Infovideo. Und. Bei Steam ist wirklich ein Angebot. Borderlands 3 und noch irgendwas. Muss ich nachgucken. Bitte lass es Crusader Kings 3 sein. Da haben wir noch ein neues Spiel. Was ist demnächst mal im Videospieler? 2K Publisher Aktion. Habe ich noch was von 2K auf der Wunschliste? Borderlands 3. Ist noch irgendwas im Steam-Angebot? Ach, Sekiro! Ja. Nee, Sekiro erstmal nicht. Ich hab bloß auf Tsushima. So, oder wir trainieren jetzt hier noch mit den paar Trainern. Schwarzgurt Jaden hat einen Vulpix. Ja, ist doof. Für Feuer-Pokémon war nämlich eigentlich. Ja. Mein Drachen-Pokémon zuständig. Das Augenbrauer halt carryen. Verdammt. Augenbrauer ist zwar schön stark, aber. Übrigens, lustigerweise das zweite Mal, dass ich einen Karadonis bekommen habe. In der Challenge. Ja, sonst habe ich. Glaube ich, hatte sonst keine Pokémon doppelt. Bisher. Und das erste Pokémon, was ich hätte fangen können, war ein Kyogre. Also. In dem Spielstand schon zwei Legis bekommen. Und auch sonst hast du ja einfach eine sehr hohe Legi-Rate bei dem Spiel. Weil du Kobalium, Viridium und Terrakium fangen kannst. Und dass die einfach extra Orte bekommen haben. Das zählt als extra Fangort. Heißt also, wenn du ein Legi fangen willst, gehst du einfach an deren Ort und fängst dir ein Legi. Weil darfst du in der randomized Nuzlocke ist ein neuer Ort. Also darfst du dir drei neue Pokémon fangen. Also hast du schon mal safe die Möglichkeit, dir drei Legis zu fangen. Im Midgame. Also Midgame bis Late-Game kriegst du einfach drei Legis für dein Team geschenkt. Eins direkt vor der Liga. Das ist vollkommen krank. Ja. Also, ich hatte schon einen sehr guten Trial. Da habe ich es einfach mal weiß versucht. Psyana. Auch doof. Wobei, dürfte eigentlich gehen. Aus Giftpuder raus. Ja, wenn ich privat spiele, spule ich halt diese ganzen Animationen vor. So. Es passiert eh nichts Spannendes. So, ich weiß, was passiert. Da guck mal einer, schau. Und wo sollen sie? Dann. Was? Gesund? Dann ciao. Ja. Der einzige, der neutral getroffen wird. Was tatsächlich auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn der davon getroffen wird, weil der Zauberblatt. Das trifft eben. Aktion wird vorgespult. Mach ich für euch jetzt mal nicht. Ich schalte das mal aus, dass ich das vorspulen kann, ja. Seht ihr das? Ich sehe das gar nicht. Interessant. Okay. D-d-d-d-d-d.
Keine Ahnung. Ü ist das jetzt. Ich kann nicht mehr. Oh. Dieser Dra. Ich drücke immer noch die ganze Zeit die Vorspieltaste, ne? Ja, doch. Tschüss. Ja, und da bin ich beim dritten Top 4 Mitglied gescheitert, was mich einfach mit zwei Legis aus dem Leben genommen hat. Kann passieren. Also es ist. Vor allem die Legis hatten halt auch einfach perfektes Counter-Team für mich. Was das Ganze ziemlich belastend gemacht hat. So. Ich musste halt das einzig gute Pokémon, was ich zu dem Zeitpunkt halt noch hatte. Weil ich war stark unterlevelt in der Liga und ich wollte nicht. Ist allein das Trainieren. Ich habe beim Trainieren zwei oder drei Teammitglieder verloren und musste sie dann durch was Schlechteres ersetzen. Habe ich gesagt, nee, ich geh jetzt nicht weiter trainieren. Ich komme nicht hinterher, ich verliere nur Teammitglieder. Mach mal fit. Es gibt für eine Weile keine neuen Pokémon mehr. Ja. Ich habe mir ein einfaches Reset aufgestellt, was ich auch so beibehalten würde in unserer ersten Randomizer Nuzlocke. Und ich teste jetzt halt gerade Einstellungen durch. Für wie es. Oh mein Gott. Endbosskampf. Nicht schon wieder. N hatte einen Legi beim letzten Mal. Der hatte einen Zapdos. Den konnte ich halt durch Kapunos Drachenwut konnte ich den übel weghauen, aber. Okay, mal ein Faxo. Manageable. Manageable. Habe ich auch schon eins gefangen als VM-Slar. Ey, ich hatte so Probleme, ne? Ich war so verzweifelt, weil es gab kein Pokémon in diesem Reset, was. Oha, okay. Schlafbruder. Ja, also eigentlich soll es nur ein Infovideo werden. Also ich bereite das so im Privaten vor. Wenn ich mal irgendwie einen guten Run habe oder es schaffe oder sowas, dann halte ich euch auf dem Discord auf. Ist aufgewacht. Ach, come on. Und ja, mir ging es jetzt für ein paar Tage nicht gut. Nachdem ich mir vorher. Psychisch für ein paar Tage nicht gut ging, weil halt von der Uni aus was kam und darüber rede ich andermal noch ausführlicher, aber ja, das hat halt dafür gesagt, dass ich nicht aufnehmen wollte und auch nicht hochladen wollte. Jetzt habe ich wieder angefangen, zwei Tage. Dann ging es mir körperlich so schlecht, dass ich nicht aufnehmen konnte. Sedimantur, da kannst du nicht drin bleiben. Sedimantur gehört dir. Ich habe tatsächlich, ich habe so viel Tee getrunken. Also, das ist schon fast auf ungesundem Niveau. Sedimantur und Mafaxo sind sehr manageable verglichen mit seinem Zapdos im ersten Kampf. Aber was nicht ist, ist keiner, wenn ich habe keine Chance gegen Zapdos. Ich habe nichts, was dagegen einsetzen kann. Flug-Pokémon. Dann geben sie sowieso schon mal drei meiner Teammitglieder raus. Und Kapuno ist besiegt, heißt also, ich könnte nur noch bei den Seemobs. Ja, weiter. Ich würde sogar einen vorspulen. Ich muss unbedingt die Textgeschwindigkeit hochstellen. Wünschte, ich könnte das einfach alles nur richtig krass durchspammen. Wenn mein drittes Pokémon-Spiel, glaube ich, Pokémon-Spiel. Ja.
Moment, das Pokémon-Spiel. Gehen wir kurz in die Optionen. Nein, ich dachte, ich muss. Ah, das ist der. Oh. Ja, Animationen an. Wir spielen auf Tausch. Der Ton ist nicht auf. Ach so, ja. Jetzt habe ich gerade auf Mono umgeschaltet. Ich bin so doof. Ach ja, Team heilen. Ja. Genau, deswegen kamen jetzt keine Videos. Wenn es mir also heute ging es mir wieder einigermaßen besser, deswegen wird jetzt aufgenommen. Genau. Wenn es das läuft, kriegt ihr heute noch ein Video, was ich in Reserve habe, und das Infovideo. Und die nächsten Tage dann werde ich vermutlich immer nur ein Video oder so am Tag auf immer gucken. Ich werde mich vielleicht auch mal dran setzen, endlich wieder mal und Videos fertig schneiden. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal bis zum zweiten Orden, damit ihr so einen Eindruck bekommt. Muss ich auch noch ein Thumbnail davon machen? Ach, keine Lust. Egal. Ich brauche auch einfach mehr Pokémon-Spiele. Es sind so viele von meinen Pokémon-Spielen verloren gegangen beim Umzug. Einfach meine drei Lieblingsspiele von Pokémon. Wo ich mir jetzt eins wieder ersetzt habe. Aber ich hatte HeartGold, Sosewa und Pearl noch. Und die sind alle verloren gegangen. Beim Umzug. Zusammen mit einem Haufen anderer DS-Spiele tatsächlich. Also da waren noch ganz viele andere bei, die ich sehr gerne gespielt habe. Also das waren keine guten Spiele, um Gottes Willen. Aber das hat halt Spaß gemacht. Das waren so Spiele, die würde ich einfach nur spielen, weil ich damit einfach viele Erinnerungen aus der Kindheit verbinde. Nicht, weil es gute Spiele waren. Und jetzt das ist doch manageable, auch wenn die sind alle halt Level 17. Ich bin Level 15. Und hab halt einfach keine vernünftigen Attacken. So, Konfusion ist halt nur gut gegen Pokémon, die dagegen eine Schwäche haben. Augenbraue. Also ich denke, aktuelles Reset dürfte relativ simpel sein. Ein Heil-Item pro Kampf. Ein Heil-Item pro Kampf. Wenn der Gegner eins einsetzt, soll ich natürlich eins mehr einsetzen. Also die Regel ist aktiv, die Dingsregel, die ja. Die Nickname-Regel ist aktiv. Halt hier, du darfst immer nur das erste Pokémon auf einer Route fangen und wenn es besiegt wurde im Kampf, stirbt es. Man darf nur in Trainer-Battles, wohlgemerkt, jetzt eine Item-Limitation, sonst kannst du keine Pokémon vernünftig fangen. Es gibt eine Backup-Box, es gibt eine Rip-Box, du darfst so viele Pokémon fangen, wie du willst, für VMs als VM-Sklaven. Die darfst du dabei nicht in Kämpfen einsetzen. Meine Empfehlung ist an dieser Stelle einfach, also nicht in Kämpfen einsetzen, heißt also einfach in das Pokémon reinrennen, das wilde Pokémon das dann töten lassen. Und dann mit den restlichen wesentlich stärkeren Pokémon einfach fliehen. Weil dann kann es auch durch Bruder nicht eingewechselt werden. Das ist vierfach effektiv, ey, der muss so trainiert werden. Den habe ich übrigens auch in einem Versuch im Team. Das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Pokémon für die Challenge gewesen. Weil er einfach ein gutes Moveset hat. Windstoß, ja! Endlich eine Stab-Attacke! Statt Stachelspore. Ja. Statt Stachelspore, weil... Oh,
Ich wollte gerade sagen, weil Gengar ja noch Schleck hat und ich damit nur zum Loch paralysieren könnte. Nee. Aber einfach, weil zum Fangen Schlaf effektiver ist und Gift effektiver. Okay. Ich kann meine Mute-Tasten nicht mehr benutzen. Genau, sonst noch irgendeine Regel aktiv? Heil-Item. Ja, genau. Ich will gerade, ja, genau. Und geschenkte Pokémon, beziehungsweise geschenkte Eier von Pokémon dürfen alle behalten werden. Die zählen nicht dazu, auch für irgendeinen Ort erhalten. Genau. Und ich guck mal, also je nachdem, was das für ein Start ist, müssen entweder, also ob ich aussetze, dass du bei den ersten Trainerkämpfen, weil du hast halt direkt, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst, zwei Rivalenkämpfe in dem Spiel. Das ist das erste, was passiert. Alle drei bekommen Pokémon und es gibt Rivalenkämpfe. Und manchmal ist es halt unmöglich, die Kämpfe zu gewinnen. Und da gucke ich mal, ob ich die Regel dafür aussetze. Weil sonst musst du halt teilweise einfach ja, hoffen, dass die KI des Gegners reinhintet. Und eigentlich ist auch ausgeschaltet, dass Pokémon im Early Game Drachenwut und Ultraschall und sowas bekommen. Ist trotzdem aktiv. Es benutzen zwar tendenziell sehr wenig Gegner, aber immer wieder taucht es mal auf. Zum Beispiel irgendwie ein Glumanda auf Level 12 und dann bam, Drachenwut. Keine Chance, wipe dein ganzes Team. Oder der Rivale startet mit einem Drachen-Pokémon mit Drachenwut und du hast keine Chance, weil es deins outspeedet. Sowas zum Beispiel Schlappohr gehört. Danny. Der hat weniger Level. Ach, verdammt, der kann nichts dagegen ausrichten, oder? Ja, der kann absolut nichts dagegen ausrichten. Das ist unangenehm. Du hast einen Zertrümmerer raus. Darauf hatte ich gehofft. Boah, Rückkehr auf dem Level. Rückkehr ist so unangenehme, starke Attacke. Tschüss, Schlappohr. Aber Lenny bekommt auch ein Level. Jetzt sind alle Level 7 wie Schuh. Oh, holy. Darf ich eigentlich Lenny einsetzen sollen? Fällt mir gerade auf. Aber wie. Doch, eigentlich schon. Wie Schuh ist so stark. Aber der hat halt keine hohe Attackenvariation. Doch, doch, doch. Der kann, glaube ich, nur Kampf und normal attacken. Nachtnebel. Bringt ihm nichts. Nachtmar macht festen Damage. Und ich meine, auf dem Level können die schon noch keine Attacken, die Lenny verletzen. Was auf diesem Level ist, der hat einfach eine Glass Cannon. So. Der braucht halt vernünftigen Damage Output. Dann ist es nicht mehr so schlimm, dass der eine Glass Cannon ist, aber. Gengar in den meisten Fällen leider Glass Cannon. Genau, Smetbo eigentlich nur stark, weil er die ganzen Puderangriffe drauf hat. Und weil er eine Psycho-Attacke drauf hat, die mir im Notfall den Hintern retten kann. Ja, mit den Einblendungen müsst ihr jetzt klarkommen.
Für sowas würde ich gerne vorspulen können. Das kann ich ja noch. Gibt zwei einen Knopf dafür. Für sowas ist Vorspulen dann halt schon praktisch. Ja. Und Scheinensfähigkeit sowieso könnte auch ein. Könnte auch sehr hilfreich werden noch später. Weil Scheinwerfer-Fähigkeit ist halt, wenn ich ihn auswechsle, verliert der ein Statusproblem. So. Und das heißt, also im Notfall, falls er irgendwie mir droht, an Gift zu sterben, kann ich ihn rausnehmen und wieder einwechseln und dann ist das Gift weg. Und dann muss ich keine Angst haben, dass er mir drauf geht, wenn er irgendwen angreift oder so. Oder eine Para sorgt dafür, dass er halt nicht mehr effektiv genug kämpfen kann. Dann kann ich ihn halt ausswitchen und die Para ist weg. Das kann noch ganz nützlich werden im Late Game. Auch sonst bin ich mit dem Team eigentlich relativ zufrieden bisher. Schmetti. Ja. So, es ist halt, ne. Ist halt, was es ist, so. Der Hokage ist halt einfach viel, viel krasser. Ist halt auch ein Hokage. Und, ja. Genau. Augenbraue ist halt. Ist, glaube ich, mein stärkster Angreifer. Ja. Oh nein, Gengar ist das. Aber der hat halt keine Attacke drauf. Die halt kein Fix-Damage. Der einzige Attacke, die er drauf hat, die Damage macht. Sind Fluch und Nachtmar. Ja. Die Arenen sind übrigens im Randomizer nicht type-themed. Und die Starter nehmen. Die Rivalen nehmen ihre Starter im ganzen Spiel mit. Traunmagie fängt es an. 18. Puh. Ungeil. Hardcore ungeil. Hau direkt ein Giftpuder raus, bevor du raus switchst. Genau. Dürfte aber die ähnliche Probleme haben, Traummagie wie Lenny. So. Jetzt ist der erste Hokage dran. Der nutzt aus, dass der Typ die ganze Zeit nur Kreuz spammt und macht ein Wachstums-Setup. Keine Ahnung, zwei, drei Wachstümer und danach sollte der alles one-hitten, was da reinkommt. Ja, hab leider meinen Schlurp gegen ihn verloren. Weil er genau das gemacht hat, aber auch der einzige Grund, warum ich genug Battle spam. Der ist beim ersten Pokéball drin geblieben, ne? Ich muss ihn halt mit Schlecker schwächen. Bei Drachenwut hätte ihn halt gewonnen, hättet auf dem Level. Und er wäre nicht gepaart gewesen. Also habe ich einfach die ganze Zeit Schlecker gespammt. Ja, zack. Ja. Auf Level 19 erlernt er endlich noch eine weitere Art, nämlich Egelsamen. Das wäre sehr wünschenswert. Und jetzt lasse ich irgendwas haben. Superschall. Ja. Kingler. Jawoll. Ey, genau. Perfekt Tage für das Wachstums-Setup. Perfekt. Und Kingler auch nicht so schnell. Der Hokage der ersten Generation. Ja, genau. Wie gesagt, ich schaue gerade Shippuden. Ich habe auch vorher. Also, ich hatte die Original-Naruto-Serie schon mal zum großen Teil durchgesehen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo halt. Ich muss die Spoilerwarnung sagen, oder? Ich sag mal trotzdem Spoilerwarnung. Bis Sasuke. Heimzahlung, ja, jetzt habe ich endlich eine vernünftige TM-Attacke, die ich Leuten beibringen kann.
Genau, ach ja. Es ist die zweite Arena hier übrigens. Jetzt erstmal hier. Du kannst doch zum ersten Mal eine Sortierfunktion, ey. Es ist einfach. Und TMs sind automatisch sortiert. Oh, ich krieg immer so richtig, richtig. Es regt mich innerlich so hardcore auf. Wenn irgendwer das nicht macht. Ey, ich kann Heimzahlung irgendwem beibringen. Ja! Heimzahlung ist so eine krasse Attacke. 70 Base Damage und wenn halt in der letzten Runde ein Pokémon besiegt wurde. Doppelte Kraft. Also wenn du sowas auf einem Normal-Pokémon spielst, bei einer Nuzlocke, dann kann es halt teilweise auch hilfreich sein, wenn Pokémon sterben. Ja. Genau. Aber ich würde an dieser Stelle sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss. Ja, es geht auch bald mit so Silber weiter.